Hi, kennt ihr schon unsere neuen Lernraumtutorien? Na, dann seid ihr hier genau richtig heute. Bis jetzt gibt es Lernraumtutorien für Slawistik und Romanistik. Diese bieten wöchentliche Termine an, wo man unverbindlich zum Lernen hingehen kann. Okay, ja, das klingt cool. Aber Hanna, lohnt sich das, dahin zu gehen oder was ist da das Besondere dran? Am besten, ich zeige euch das direkt vor Ort und ihr könnt euch selbst davon überzeugen. Das Besondere ist, dass Peer-Tutoren und Tutorinnen direkt hier sind und euch bei eurem Lernprozess unterstützen. Lerntutorien bieten also auch den Platz, um mal blöde Fragen zu stellen. Außerdem kann man seine Präsentationen auch live vor Publikum üben. Bei Blockaden bekommt man außerdem auch Schreibunterstützung. Durch das Zusammenkommen in den Lernräumen knüpft man super schnell neue Kontakte zu Mitstudierenden. Die Lerntutorien sind also einfach ein super Ort, wo man diskutieren und sich austauschen kann. Ja, Hanna, jetzt hast du mein Interesse geweckt, aber wie funktioniert das jetzt? Also wo muss ich hingehen? Muss ich mich da anmelden? Das ist ganz einfach. Ihr könnt euch unverbindlich im Moodle-Kurs einschreiben. Dort findet ihr dann alle wichtigen Informationen wie Zeit, Datum und Ort. Und man kann auch online direkt Fragen stellen. Ich hoffe, ihr könnt euch jetzt was unter den Lernraum-Tutorien vorstellen. Kommt vorbei und nützt das Angebot.